haben wir denn hier? Durchschnittsschaden pro Angriff 3. Im Schnitt getötete Feinde Bonus. Okay, durchschnittliche Deckerbonus. Okay. Na dann, zurück zur Basis. Achso, macht das schon. Hey, wir sind zurück. Hier was? Und da ist was. Einige unserer Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet. Oh nein, ist gefallen. Der ist befördert und der ist befördert. Schauen wir mal, befördern. Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. Cool. Scharfschütze. Weiter. Was passiert hier? Trupsig. Oder wissen wir, wir sind verbesserte Scharfschütze. Aha. Wo ich jetzt wieder? Ah, hier unten. Okay, weiter. Was haben wir denn hier? Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Cool, die ist fürs Grobe zuständig. Ja, Private Margaret Blubbidi Blub. Weiter. Okay, dann diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Ne, ja, mach ich gleich. Ah, was steht denn hier? Das ist der Junge, den wir für die Chefingenieure und Chefin besorgen sollen. Ne? Avengers System. Avengers. Aha. Schön. Weiter. Kann ich sagen, dass wir an der Information haben. Okay. Warum stehen Sie alle mal herum? Er ist perfekt. Kommen Sie. Bringen wir ihn rein. Wir haben was geschafft. So, was will die denn von mir? Okay, ich habe deine Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Robert. Das wird schon. Commander. Unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Ed hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihn gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe werden sie erstaunt, was ich für sie tun kann. Mhm. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Dito. Commander. Na dann, weitermachen. Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Vorräte habe ich nicht wirklich viel. Alles klar, Commander.
Tigan scheint Fortschritte bei seiner Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Okay. Na, genau, was habe ich jetzt gemacht? Ah, rechte Maustaste macht Dinge. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Oh, ich hab doch einen mitgebracht. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Ein Offizier mitgenommen. Lass Doktor im Labor eine Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Mit dem Occipital-Labor. Auch wenn alles eine nicht so einfach ist. So, was haben wir hier? Was ist die Besetzung? Wir sind meine Aussage gesagt, alarmieren das Gerät wird von der latenten Energie des Trägerhirns in diesem Fall das Gehirn des Kommandanten psionisch gespeist. Auch weitaus wichtiger ist, dass das Gerät als Sender und als Empfänger zu dienen scheint und die Informationen über eine Art psionische Verbindung überträgt. Selbst nach seiner Entfernung musste ich das Gerät abschirmen, um die verbliebenen Einzelnen und die das Gerät um die Angst vor dem, wozu es gerät. Also, Leute, ich meine, ich könnte irgendwann eine wichtige Rolle bei der Operation von Advent gespielt haben. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Hybridmaterial, Advent, Obsepsi, Modularwaffen. Wissenschaftler. Machen wir mal. Lalala. Machen wir erstmal das. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Yay. So, schauen wir mal. Legen Sie nur nicht zu dicht dran, verstanden? Aber echt, hey, Junge. Gut. Ich glaube, wir haben hier etwas. Trotz aller Bemühungen von Advent gibt es da draußen noch immer Menschen, die ihre Lügen nicht glauben. Und sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Wir haben bereits ein Ziel für unseren ersten Einsatz ausgemacht. Sir, von unserer aktuellen Position aus kann der Skyranger das Gebiet nie erreichen. Wer hat was vom Skyranger gesagt? Shan. Statusbericht, sind wir bereit? Kurze Antwort? Ja. Aber Sie sollten sich irgendwo festhalten. Ja, oh, jetzt sind wir weggeflogen. Setze Kurs auf Sektor 8.
Warum? Mexiko? Hawaii. Wir müssen aktiver werden, Commander. Wenn wir Advent bei jeder Gelegenheit angreifen, stärkt dies den globalen Widerstand. Im Gegenzug versorgen sie uns mit Material und Personal für unsere Einsätze. So, was haben wir denn jetzt hier? Pass auf. Also Operation Bernsteinfarbener Schmaus. Hacke die Workstation im Admin zu. Schwierigkeitsgrube erleicht und das und dies und jenes. Bestätigen. Commander, Shen hat ein Medikit für uns vorbereitet. Wir sollten einen unserer Soldaten vor dem Einsatz damit ausstatten. Das sollten wir tun. Also, nehmen wir jetzt hier Frau Kelly mit. Dann die Emily. Den da. Und da. Dann nehmen wir noch Sean Jane Duane. Nehmen wir mal noch einen Kerl mit. Nehmen wir den Sean Willis mit. Der sieht schon. Jetzt kann ich hier bearbeiten. Schauen wir mal, was wir da machen können. Yay, individualisieren. Charakterinfo. Das können wir also lassen. Da. Gesicht, Klasse C, Accessoires. Cool. Cool, so ein Jedi-Helm. Ne, die Rap beim Baseball-Cap, das ist cool. Arme 2. Das war das. So, hier noch. Ja, machen wir das. Beine. Ja, lassen wir das. Körper. Körper 0. Obere Gesichtsaccessoires. So, und untere. Nö, die bleibt so. Waffenmuster. Herzchen, Punkte, Streifen. Wild. Kufia, irgendwas. Was? Digital. Gesichtsbemalung, was haben wir denn da? Das lassen wir. Brauchen wir nicht. So. Dann können wir wieder zurück. Was haben wir noch? Haare passt, Augenfarbe passt. Ethnie 3. Ne, die lassen wir mal so wie sie ist. Dann Hautfarbe. Das können wir auch so lassen. Hauptrüstungsfarbe. King. Ne, machen wir es rot. So, sekundär. Machen wir es so grau. Waffenfarbe. Machen wir es auch. Okay, Stimme ist deutsch. Denn Charaktersammlung speichern. Ja, warum nicht? Achso, okay. Dann haben wir Nummer 1 fertig. Ausrüstung, was kann die denn? Ne, das passt eigentlich, so. Dann komme ich hier wieder raus. So, na gut hier. Hui. Toll, ich komme hier nicht mehr raus. Nein. Fuck. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir Ausrüstung freigeben. Nehmen. Ausrüstung freigeben. Ha. Uncool.
Dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt spiele. Dann laden wir nochmal neu. Verdammt. So. Lade, lade, lade. Lied, 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 lied. Okay. Setze Kurs auf Sektor 8, Mexiko. Dann machen wir das noch einmal. Wir müssen aktiver werden, Commander. Ja, 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 ja. Bei jeder Gelegenheit stärkt dies den globalen Widerstand. Im Gegenzug dann nochmal den Scharfschützen, Lüdings, und dann nehmen wir noch die Jane mit. Ich krieg das Medikit mit. Und dann machen wir nochmal bearbeiten. Also individualisieren das Accessoires, Baseball Cap, Arme. So, Körper haben wir gesagt, lass mal so. Obere Gesichtsaccessoires, diese komische Brille. Unteres, das lassen wir, Waffenmuster. Digital. Oder war mal noch? Gesichtsbemalung hat man nicht. Gut. Also, Augenfarbe, lass mal das. Das war die 9. Sekundär machen wir die 14. Da machen wir auch die 9, so. Dann passt das. Dann nehmen wir die nächste. Die Scharfschützentante. Oh ja, die kriegt so einen komischen Hut, weil die Scharfschützen. Arme. Da. Beine. Da. Ja, kriegst du die modische Hose. Brille brauchen wir keine. Da nehmen wir das. Waffenmuster. Ach mal, klassisch. Gesichtsbemalung. Lass mal, brauchen wir nicht. So, dann geht die wieder 1 zurück. Und Augenfarbe, lass mal das. So, die ist im roten Team und das war das hier. Waffenfarbe auch rot. So, dann können wir wieder zurück. Und die hier. So, nehmen wir mal ein bisschen heavier, weil die ist ja die Grenadierin, also die Kopfbedeckung. Oder warte mal, gibt es noch was Cooleres? Ne. So. Arme können wir so lassen. Beine.
Ja, aber voll Körperanzug. Unteres. Ja. Kriegt sie das noch? Waffenmuster. Alien. Oh ja, Alien, warum nicht? So. Da. Hauptrüstungsfarbe. Auch gelb, rot. Die 14. So. Waffenfarbe ist dann auch die 9. Ja. Und dann die letzte bearbeiten. So, das wird. Ich hoffe mal, dass das dann am Ende die Medizinerin wird. Also, das. So, die kriegt ein Bandana. Dann ist sie leicht. Dann nehmen wir das Ding. Körper. Ja, nehmen wir das, dann obere, untere, ne, Bike, das brauchen wir nicht, nö, das ist jetzt auch nicht, digital, Gesichtsbemalung hat sie auch keine, dann Hauptrüstungsfarbe ist die 9, 14, Waffenfarbe auch die 9, so, Einstellung nervös, so, gut, dann haben wir die alle, die Mehrwaffe. So, 2 bis 4, aber mobiler. Naja, nee, lass mal. Dann können wir da zurück. Kevlar, nee. Medikit, das ist leicht. Was hat hier noch zur Auswahl? Kanone. Na gut, dann haben wir jetzt unseren Trupp fertig. Dann starten wir mal unseren Einsatz. Sky Ranger eingesetzt. Der Trupp ist bereit und wartet auf Ihren Befehl, Commander. Dann trinke ich erstmal noch. Einer unserer Kontakte berichtet, dass Advent-Einheiten von einem der Züge in dieser Region aus das Gebiet überwacht haben. Das Fernzugriff-Terminal, mit dem sie auf ihr Netzwerk zugreifen, ist gerade ungeschützt. Hier geht es um Daten, die für das jüngste Alien-Projekt entscheidend sind. Also gehen wir rein, um den Zugangspunkt zu sichern. Schalten Sie jeglichen Widerstand aus und sichern Sie den Zug. Das ist unsere Chance, Sie aufzuhalten. Na, okay. Also, wir müssen Zug hacken, alle Feinde neutralisieren und Zivilisten blubbidi-blub-Zeugs. Menace 154 Avenger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Okay. Netzwerkabschaltung. 8 Runden bis zur Sperrung. Boah, muss es hasse es. So, na dann. Jawohl. Ich hoffe, die stirbt jetzt nicht dabei. So. Bitte. So, was ist das? Das ist die Sanitäterin und jetzt das ist der Scharfschütze. Location confirmed. Oh, da ist was. So, dann gehen wir doch einfach weiter. So. Oh, ist voll sirenenmäßig. Position bestätigt. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay.
Warte mal, nehmen wir mal den Scharfschützen. Was ist das? Nehmen wir den. Aber wie kommt denn der hier hoch? Oder was haben wir denn hier? So, und jetzt da hoch. Na toll. Ah, wie komme ich denn da hoch? Ach so scheiße. Die Züge fahren rund um die Uhr, aber man sieht nie, wie Fracht auf- oder abgeladen wird. Vielleicht geschieht es im Verborgenen. Warte mal. Toll. Na gut, gehen wir einfach mal weiter. So, warte mal, schauen wir mal. Optionen ändern. Schau mal, Interface, Tastaturbelegung. Wie komme ich denn nach oben? Push-to-talk, taktische Shortcuts. Kamera nach oben. Ebene nach oben. Nach oben. Nee, warte mal. Was? Maus nach oben. F oder C? Schauen wir mal. Ah, ja. So, also nehmen wir jetzt hier diesen Scharfschützen, oder? Du wirst dann mal kurz hier hingehen. Okay. Warte mal, was haben wir hier? Pistolenfeuerschutz. Ah, jetzt erstmal in Deckung. So. Du da, ist der hier noch da? Ja, der ist noch da. So. Wie lange haben wir noch? 6 bis dorthin. Bin dabei. So. Feindlicher Trupp geortet. Da ist noch einer. Ja, anstrengend. So, Feuerschutz. Erstmal so, die geht hier hin. Ah, macht auch Feuerschutz. So. Dann gehen wir mal zu unserem Scharfschützen. Der hat ja jetzt hier ein bisschen Platz. Ah, Maus hoch und runter geht auch.